Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von heute. Was geht ab? Und mit Burak? Ja, Burak. Auf jeden Fall, checkt mein Video ab und checkt auf Instagram ab. Wie ist dein Instagram? Emine Dere 1. Und wie heißt dein Instagram? Aber blende mich auch ein, ja? Toll. Auf checkt die alle ab und ja, hab ich einen dabei. Wie heißt du? Cherry. Und wie heißt du? Selina. Wie heißt du, Bruder? Chris. Woher kommst du? Bruder, kennst du mich nicht. Auf jeden Fall. Guck mal, ne? Du weißt, was wir jetzt machen werden, ne? Okay. Wie findest du sie? Sei ehrlich, von optisch, ne? Drum und dran. Sie ist cute. Sie ist echt guck mal süß. In die Kamera. Ja, ich würde jetzt so tagsüber nicht so mit hohen Schuhen rumlaufen, aber ist ihr Ding. So. Ja? Aber warum ist daran schlimm? Hä? Was ist daran schlimm? Ich könnte es nicht. Also so auf hohen Schuhen den ganzen Tag so in der Stadt. Aber es ist echt cute. Danke. Wie findest du sie? Die ist hübsch. Dankeschön. Ist das dein Geschmack? Die hat schöne Augen. Also wenn du lesbisch wärst? Wäre ich lesbisch, einmal geht. Was willst du über sie sagen? Sieht nett aus. Ganz rechts. Sieht jung aus, nett. Und in der Mitte? Was soll ich sagen? Kein Kommentar. Also jeder darf machen, was man will. Das fand ich schon korrekt, dankeschön. Mehr dazu sage ich. Ja, Wallah, stabil. Ich dachte, jetzt wird geschossen oder so. Also, aber jetzt ehrlich, Frage an dich, ne? Wenn du den draußen sehen würdest mit langen Haaren, würdest du sagen, ey, ich spreche dir heute an oder würdest du sagen, nee, was? Ihn? Ja. Ich ansprechen. Ja. Niemals. Ich stehe auf Frauen, nicht auf Männer. Was ich? Also ich würde Trampolin springen. Finder, kennst du dich da aus? Bisschen. Hä, warum? Warum nicht? Das ist gut. Wie findest du den, sei ehrlich? Schönes Gesicht. Danke. Was heißt? Also, wäre das dein Geschmack? Nee, ist nicht mein Typ. Auf was für Typen stehst du denn? Chris Brown. Was? Chris Brown. Ja, ich meine jetzt so, wo realistisch so, wenn jemand so draußen rumläuft. Ja, die so aussehen wie Chris Brown. Also ein bisschen bräunlich. Light Skin, Dark Skin, so die Richtung. Wenn er ein bisschen dunkler wäre, wäre das doch nicht schlimm, oder? Nee, wäre nicht schlimm. Also würdest du schon nehmen? Nö. Immer noch nicht? Nee. Und du? Also die sieht schon gut aus, aber von, sieht ein bisschen so meckes. Sagst du? Du stehst ja auf Frauen, oder? Also ich sehe ja auch von optisch her wie Frau aus. Also könntest du doch eigentlich schon mich daten wollen eigentlich, ne? Eigentlich ja schon. Du siehst optisch aus wie eine Frau. Was ist das in deinem Gesicht? Meine Augenbrauen ist noch mehr sorry, aber nicht. Jetzt was sagst du dazu? Meckes Augenbrauen? Stimmt. Stimmt das für dich? Ja. Die gibt sogar selber zu, dass ihr Augenbrauen meckes sind, ne? Darum, weil du gesagt hast, du stehst auf Frauen. Genau, und du siehst mich ja auch als Frau, oder nicht? Ich schwöre nein. Aber warum, Bruder? Bruder, eine Frau hat Kurven, eine Frau hat ein frauliches Gesicht. Ah, okay, du meinst, du brauchst Hintern, oder wie? Boah! Mit sowas Schwulen kann man bei mir nicht ankommen. Ey, das war grad... Was bedeutet denn das, für dich denn Schwulheit? Was? Schwul? Was bedeutet für dich schwul sein? Auf einem Mann stehen. Miro, auf einem Mann stehen. Was? Ja gut, aber ich bin ja nicht schwul, ich bin bisexuell. Also die steht auf zwei Sachen. Okay, wie geht das? Auf der einen Seite magst du Schwanz, auf der anderen Seite magst du Loch. Wie geht das? Nein. Es geht darum, dass es eine Angeborenheit ist. Das ist nicht das, was ich gewählt habe. Ich bin einfach so geboren, ich lebe einfach so. Ich lebe meine Sexualität. Seit wann? Seit wann meint er? Seit wann? Ja, wie seit wann? Also nach meinen Kindheitstagen, also Kindergarten. Boah. Okay. Ich hatte meine Eltern das outen, weil ich halt erniedrigt wurde. Sorry. Ich wurde in einer. Was halten deine Eltern davon eigentlich? Meine Eltern tolerieren es nicht, akzeptieren auch nicht, unterstützen sowieso nicht, aber ich kämpfe dafür, allein im Leben klarzukommen. Also, ja. Und du findest nicht, dass da vielleicht irgendwas falsch ist oder dass man als Junge nur auf eine Frau steht? Falsch habe ich dann gemerkt, als ich eher so war, wie meine Eltern es wollten. Und genau so einen Typ wie du, Kim Kardashian, als Sohn Fisch bestellt. Was laberst du, Mero? Ich schwöre. Digga. Ja, voilà. Digga, was soll ich sagen? Guck mal, jemand, wo schwul ist, kann mit mir eh nicht mitreden. Weil in meiner Welt gibt's nur Frauen. Und also, ich kann niemals auf Jungs stehen. Die Sache ist, hast du mal in deinem Leben mal Eiscreme geleckt? Hast du mal in deinem Leben mal Eiscreme geleckt? Nein. Nein. Hab ich nicht. Nur Löffel gegessen. Oder was hast du? Hast du nicht mal in deinem Leben mal Eis gegessen? Also, wenn du darüber hinaus willst, dass ich irgendwas probieren möchte, nein. Also, so, was ich jetzt mache, bin ich zufrieden. Was machst du denn, Bruder? Mit Frauen her, ne? Sei ehrlich. Du stehst auf Frauen, ne? Ja, klar. Hoffe ich mal. Ja, klar. Jedes Kind hat mal in seinem Leben natürlich Eis gegessen. Hast du Mama Eis gegessen? Was habe ich gegessen? Eis, Bruder, Eis. Eis? Nein, noch nie.
Lüg nicht. Jedes Kind hat mal gegessen. Ich mag kein Eis. Ich habe eine Allergie gegen Eis. Ich kann es nicht essen. Okay, dann ist gut. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Also Leute, das war's mit unserem Video. Spaß. Also ich sag mal so. Meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da mit Emine, wenn ihr noch weitere Videos mit Emine sehen wollt. Okay. Ja, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Also, ciao.